So, Dele, heute tun wir den Glamour aus Greffenhaus einen kleinen Gefallen und basteln den Mädels eine kleine Zauberkiste, wo sie einen Zaubertrick drin machen können. Ich leg mal los und ihr guckt zu, bis gleich. So, im Prinzip soll es relativ einfach werden. Wir haben da eine zwei Platten, die benutzen wir als Boden und als Deckel. Da stecken wir da diese Latte drauf als vier Pfosten jeweils in die Ecke rein. Eine kleine Türe ran und das soll es dann gewesen sein. Vier Rollen noch unten, noch, dass man das fahren kann. So, Dolle, mit den Lichtverhältnissen ist es ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auf jeden Fall dahinter die Platte an die zwei Latten nachgeschraubt. Habe jetzt eine große Eisenstange da drauf gelegt als Gegengewicht und jetzt schraube ich quasi die Decke oben drauf und dann geht's weiter. So, das Gestelle haben wir jetzt fertig. Jetzt schlage ich noch geschwind die Türle und schraube die Rolle unten an. Dann sind wir soweit fast fertig. So, ich glaube, die Kamera ist gar nicht richtig gestanden. Ich habe da unten in der Waage jetzt dahinter zwei Gewichtsplatten eingelegt, einfach dass der Waage nicht umfällt, wenn die Tür aufgeht, weil die Tür einfach so massiv ist, die ist schwerer als der ganze Waage zusammen. So, inzwischen habe ich da unten die Querstufen eingebracht. Das ist das Ganze auch wesentlich stabiler geworden. Und jetzt als letztes machen wir noch einen kleinen Verschluss da oben ans Türchen, dass das auch zu bleibt. So, das war's für mich für heute. Klemmer-Oberchefin, meine Freundin Nina, gute Bekannte von mir, die kommt die Tag mal vorbei, dann bespannen wir das Ganze noch. Das soll irgendwie so ein bisschen, oh, wie nennt man es? Ja, so flauschig, pelzig, ist doch ein bisschen noch. Und dann tun wir da irgendwie noch so eine zweite Kammer drin einbauen, dass man sich da quasi drin Schatz zaubertrickmäßig verstecken kann. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Ciao.